Hör auf zu filmen. Er soll Kamera ausmachen. Hey, hey, hey. Hi, willkommen zu meinem ersten Kontrollprogramm auf diesem Kanal. Daily Vlog natürlich. Bah, wir machen gerne Daily Vlog. Und heute, weil Emil und ich so eine schlaue und kreative Person sind und draußen ist dunkel, werden wir heute ein wenig FIFA 20 spielen. Damit ich drauf jetzt schon erzählen, Emil. Ja, los, mach mal. Ich darf einen Kontakt aussuchen, wenn Emil verliert, wen er anrufen muss und dann 5 Wörter sagen muss in einer Konversation und mal schauen, was da so rauskommt. Ich muss noch überlegen, was für Wörter ich nehmen habe. Los geht's mit dem Video. Ich spiele eigentlich generell nie FIFA, wirklich nur manchmal so früher mit meinem Bruder. Emil hat noch nie FIFA gespielt. Also das ist richtig cool. Und richtig fair, ey. Ich bin der Borussia Dortmund. Emil ist der Borussia Dortmund. Es nimmt hoffentlich auf. Emil ist bereit. Da, Reusel! Reusel hat sich selber die Hand geschüttelt. Das würde ich auch mal gerne machen. Okay, Emil, du fängst an. Ja, Emil, falsches Tor. Ja, weiß ich doch. Ich bin Profi, okay? Fuck! Nein, du triffst eh nicht. Oder warte mal, kann ich den Double Dead machen? Und der war's. Da tut mir aber leid. Oh. Ich guck mal, der schöne Tor. Und ich, dann passe ich ran und dann. Tor, Golasso! Oh. Geh ich mit meinem Torwart habe. Das ist der Manuel Neuer. Okay. Oh Scheiße! Reus hat 2 Tore geschossen. Reus hat aber 2 Tore geschossen. Oh mein Gott. Oh. Emil? Nein! Oh, jetzt habe ich auch Angst. Ja! Mann! Geil! Du bist so schlecht! Danke für die Antwort. Ich hab so von dem Ball berührt. Warte schon. Ja, Alter, 2 gelb dann da unten. Warte, lass mal gucken, was ist da passiert. Hä, das ist. Guck, wie er ist. Ich bin jetzt gerade am Schneiden vom Video. Mir ist gerade aufgefallen, dass mehr als die Hälfte von den Aufnahmen einfach fehlt. Die Speicherkarte war, glaube ich, voll. Sie hat eigentlich das Spiel 6-4 gewonnen. Aber da halt 5 rote Karten bekommen habe ich gewonnen. Deshalb ist die Bestrafung halt so, dass ich gewonnen habe. Und jetzt seht ihr die Bestrafung. Let's go. Und jetzt sucht Emil einen Kontakt raus. Ja, die 5 Wörter. Wen? Opa. Okay, der geht wahrscheinlich nicht dran, das ist das Problem. Okay, die 5 Wörter sind einmal vor die Tür gekackt, Ananas, Pool bauen, Kuschelente und Durchfall. Okay. Leute, ich rufe jetzt meinen Opa an. Gegrüßt. Hallo Opa, wie geht's dir? Gut, nach dem schönen Spiel und dass der KSV weiter im Aufwärtstrend ist, ja. Geht's mir gut, aber auch sonst geht's mir gut, weil ich so tolle Enkel jetzt in der Nähe habe und ja, und ihr euch so toll entwickelt, ja. Macht Freude. Ja, mir geht's auch super. Ich hatte heute auch einen tollen Schultag. Ich habe heute... Ja, ich hab, was hat heute dir so besonders gefallen heute in der Schule? Also, am Anfang, meine Mutter hat mir heute Morgen zu Frühstück ein Brot mit Ananas und Salami geschmiert, was sehr lecker war. Hier kommt eine nette Familie, ich spreche gerade mit meinen Enkeln. Und hier... Dann, was blöd war heute Morgen ist, dass Ruby hat gerade einen Durchfall und hat dann vor die Tür gekackt. Das war nicht so toll. Aber ansonsten bin ich dann in die Schule gegangen. Was sind noch die anderen Wörter? Vor die Tür gekackt. Und Pool bauen. Ja, und dann habe ich heute in Physik, haben wir so ein bisschen drüber geredet, wie man irgendwie einen Pool baut. Im Garten. Was ist das letzte Wort? Vor die Tür gekackt. Hab ich schon. Nein. Doch, habe ich mit Ruby. Ach so, fuck, stimmt. Das war's. Und dann hatte ich noch in Mathe, hatte ich noch ein paar Sachen, die ganz in Ordnung waren. Also war ein ziemlich guter Tag. Wunderbar. Ja. Was ist denn das? Ja. Dann okay. Herzlichen Dank für deinen Anruf. Ja. Hab dich ganz doll lieb. Und schon. Und sag's der Mutti. Vergiss nicht, was ich sage. Ich tue einfach aus. Okay, abonniert, liked und klickt die Glocke und folgt mir auf Instagram @ der Bernie und Emil @ Emil Expo. Tschüss, habt einen schönen Tag.